Wieso wird im Fernsehen nicht ausgestrahlt Übungen für zu Hause, um fit zu bleiben? Oder kochen Sie jetzt gesund mit roh veganem Limit? Herr Uwe, wir sind jetzt live. Guck mal da in die Kamera. Da. So. Viel Spaß noch, Uwe, ne? Grüß die Familie. Was esse ich persönlich für mich? Die persönlich beste Ernährung. Ich möchte euch keinen irgendwas empfehlen. Diese Ernährung tötet alle Coronaviren. Völliger Quatsch. Ich möchte euch in diesem Video auch völlig enthalten bezüglich Supplements. Leute wissen, was ich für Supplements nehme. Und weil ich möchte jegliche Instanz quasi niederbrechen, die irgendwie zu noch mehr Panik und Unruhe führen könnte, was man noch alles braucht und solche Sachen halt. Ihr wisst meine Meinung dazu. Und deshalb möchte ich mich diesem komplett enthalten, um so wenig Panik wie möglich in die Welt nur zu schüren. Und ja, in diesem Thema geht es um Ernährung. Und zwar, ich finde es sehr, sehr wichtig für mich, Stress nach unten zu regulieren. Das heißt, ich kann nicht in diese Läden einkaufen gehen, wo diese ganzen Menschen momentan einkaufen gehen. Ich krieg's nicht. Wenn ich da reingehe, dann weiß ich nicht. Dann entwickelt sich bei mir Corona, obwohl ich keine Corona habe, weil es ist einfach so schlimm für mich. Diese ganze Panik machen den Leuten dieses, ich kann das nicht. Deshalb, ich zeige euch hier, was ich mache, um das möglichst zu umgehen. Für mich persönlich. Vielleicht trinken ja manche genauso und können daran jetzt partizipieren. Also, auch studienbasiert und solche Sachen werde ich hier alles einmal komplett sein lassen, sondern einfach nur meine persönliche Meinung und schildern, warum ich oder welche Sachen ich mache und nicht genauestens warum erklären. Ja? So, also, antivirale Wirkung und so weiter habe ich schon mal gelesen, ja, über Ingwer und Kurkuma, deshalb konsumiere ich Ingwer und Kurkuma in der Früh, und zwar entsafte ich jene, hier sehen wir die frischen Wurzeln, die hole ich aus dem Bio-Supermarkt, ja, das heißt aus dem Bioladen. Also ich gehe einkaufen im Bioladen, so, da kann ich schon mal vieles umgehen, da kriege ich auch Ingwer und solche Sachen, so. Was mache ich damit? Ich entsafte das, ich schneide es klein, den Ingwer, und den Kurkuma muss man nicht klein schneiden. Dann wird das Ganze entsaftet, dann wird in ein Glas ein bisschen Pfeffer, ihr kennt das, Piperin erhöhte die Bioverfügbarkeit in der Studie von Kurkuma, von dem Kurkumin, von dem Hauptwirkstoff. Damit konsumiere ich noch etwas Pfeffer und das nehme ich dann zu mir. Ebenfalls hilft Fett bei der Aufnahme der bestimmten fettschlößlichen sekundären Pflanzenstoffe aus dem Kurkuma. Da habe ich dann dementsprechend ja, Omega-3 konsumiere ich halt noch. Und jetzt habe ich ein Supplement genannt. Alles klar, ich kriege es nicht hin. Das war auch wirklich das Einzige. Okay, ja, das ist soweit. Des Weiteren, das Einzige, was ich im Supermarkt kaufe, sind Bananen und Blaubeeren. Ich finde Blaubeeren momentan sehr, sehr gut geeignet für mich, weil man kann sie in großen Mengen gefroren kaufen und mein ganzes Gefrierfach steht, seht ihr hier, besteht quasi nur aus Blaubeeren. Ja? Das ist somit das Zweiteinzige, was ich kaufe im Supermarkt. Und ich finde wilde Heidelbeeren einfach wahnsinniges, tolles Lebensmittel, meines Erachtens eines der evolutionärsten noch. Dann, was esse ich dazu? Ich finde sehr wichtig, das Immunsystem sitzt für mich im Darm, ja, und deshalb versuche ich meine Darmgesundheit so gut es geht aufrechtzuerhalten, von daher mit vielen Fermenten, ja. Das werdet ihr gleich noch sehen in dem Video, was ich sonst noch so konsumiere. Aber Sojajoghurt finde ich dabei sehr geeignet, sehr wenig Phytoöstrogen, habe ich ebenfalls schon in einem Video gezeigt bei mir. Des Weiteren fand ich sehr, sehr wichtig, dass es auch sehr viel Protein hat, ja, gerade dass man jetzt eine Muskelmasse auch erhalten kann. Bis 5,7 Protein sehen wir hier in einem, der andere hat 4,0 Protein, ist wirklich wahnsinnig viel, finde ich. Dann gibt es noch einen Cashew-Joghurt, den ich einfach nur kaufe, nicht weil er viel Protein hat, sondern einfach, weil er wirklich gut schmeckt für mich. Ja, das konsumiere ich dann mit zwei Superfoods für mich, die ich entdeckt habe, und das ist wirklich roher Kakao, also echter Kakao ohne Zuckerzusatz und solche Sachen. Und ist auch bitter, sehr bitter schmeckt Kakao wirklich. Hat sehr viel Mikronährstoffe, vor allen Dingen wirklich tolles Lebensmittel für mich. Und Kürbiskerne fand ich sehr, sehr spannend für mich zu entdecken aus diversen Gründen. Ja, also ich sage es jetzt noch nicht, aber Kürbiskerne hat für mich sehr viel verändert in meinem Leben und deshalb konsumiere ich diese auch. Ein bisschen Zimt noch dazu zur Regulation des Blutzuckerspiegels, denn der Wissenschaftler Sinclair, der momentan Nummer 1 in Sachen Altersforschung und so weiter meiner Meinung nach ist, der Harvard-Professor, geht jetzt mittlerweile davon aus, dass auch der Blutzuckerspiegel einen Einfluss hat auf Corona. Denn in den Medien steht ja auch mittlerweile schon, dass Diabetes auch den Verlauf verschlimmern könnte. Von daher, blutzuckerregulierende Sachen sind immer sehr, sehr gut. Von daher, Blaubeeren und Zimt ist wirklich ganz weit oben bei mir deshalb. So, damit ich dem noch weiter entgehen kann, bestelle ich unter anderem Tropenfrüchte,
momentan. Also Papayas und Mangos finde ich sehr, sehr gut. Ist nicht ganz die nachhaltigste Form, weil die kommen mit dem Flugzeug und solche Sachen. Die ist das wahrscheinlich bald auch nicht mehr möglich, ja. Aber es ist für mich momentan die bessere Lösung, weil so kann ich einfach Stress schüren. Und indem ich Lebensmittel nicht aus dem Supermarkt kaufen muss, wo mir doch so viel, wo doch so viel Schwingung auf mich zukommt, dass ich dann einfach, mir es einfach schlecht geht dadurch, ja. Von daher an, no front, ja, no hate, ja, dass ich diese Sachen bestelle. Aber ich finde es einfach für mich jetzt sehr praktisch momentan. Papayas und Mangos finde ich sehr, sehr praktisch. Ja, und was mache ich da mit diesen wilden Früchten, die wirklich sehr, sehr reif sind? Ich kombiniere sie natürlich mit Grünzeug, damit ich länger wach bleibe und damit ich den Blutzuckerspiegel wieder reguliere. Und ja, zu Wildkräuter habe ich hier mal kurzes für euch vorbereitet, welche momentan wachsen, was wichtig ist, eine coole App und solche Sachen, die ich nutze. Bis gleich. Herzlich willkommen zum Wildkräuterkurs, und zwar vorher möchte ich euch was ganz Spannendes zeigen. Ich bekomme dafür auch kein Geld oder sonst was, aber es gibt eine sehr schöne App, die heißt, glaube ich, Plantanet, glaube ich. Ich zeige euch das mal hier kurz. Und zwar Foto machen von der Pflanze, das ist hier das Lungenkraut. An den Punkten erkennt man das sehr, sehr gut. Und an der blauen Blüte. Dann macht ihr einfach ein Foto, zack. Und danach drückt ihr auf OK, wenn es gut ist, ja. Danach wählt ihr Blätter auf, weil ihr Blätter fotografiert habt. Und danach ein bisschen warten, und er spuckt euch sehr häufig den richtigen Namen auf. Bitte immer noch verifizieren. Aber sehr häufig ist es wirklich richtig, ja. Und das ist eine wirklich brillante App, und ich feiere die Leute extrem, die das gemacht haben. Ich unterstütze sie damit in diesem Video hier. Ich habe dafür, bin nicht angesprochen, ich bekomme kein Geld dafür, aber ich finde es einfach toll, was Leute da leisten. Man sieht hier, das ist tatsächlich das Lungenkraut, ja. Wirklich ganz toll. So, machen wir noch ein bisschen weiter. Das ist der gefleckte Aaronstab, und der ist giftig, ja. Den darf man nicht essen. So, und das ist das klebrige Labkraut. Ja, ich konsumiere es, es schmeckt mir. Und das erkennt man daran. Es gibt, sieht sehr dem Waldmeister ähnlich. Waldmeister sollte nicht in großen Mengen konsumiert werden, weil er dann doch auch giftig wird. Aber das Labkraut, das seht ihr, das klebt ganz klar. Das kann man sehr leicht identifizieren. Seht ihr, kann man es dranwerfen an die Klamotten. Früher als Kinder auch damit gespielt, ja. Wichtig, niemals unter Bäumen pflücken oder beziehungsweise dann immer genau gucken, denn Vogelkot. Und Vogelkot überträgt auch eventuell Salmonellen. Hier die kleine Brennnessel kennt jeder. Ich konsumiere diese im Mixer oder entsaftet. Ich konsumiere ebenfalls den Löwenzahn, ja, sehr bitter. Davon kann für mich alles verwendet werden. Die Wurzel kann aus dem Tee gemacht werden. Die Knospen können ebenfalls verwendet werden. Und hier sehen wir nebenan noch die Knoblauchsrauke. Das merkt man, wenn man daran reibt. Leichter Knoblauchgeruch aufsteigt. Für mich auch essbar. Ja, ich habe gelbe Hände. Das ist Kurkuma. Und hier gewöhnlicher Dost, sehr wahrscheinlich zu 99,9%. Oregano ist es hier. Sehr toll, was man alles so draußen findet tatsächlich. Ja, wirklich Oregano. So sieht das aus, ja. Nicht nur von Aldi, sondern das wächst tatsächlich draußen. Hier die Bastardtaubnessel. Ja, man, genau genommen heißt sie aber die purpurrote Taubnessel, so wird sie genannt. Die sticht nicht wie die Brennnesseln und die spuckt mit Ameisen. Wirklich sehr faszinierende Eigenschaft der purpurroten Taubnessel. Hier ist das Schöllkraut für viele als Heilpflanze deklariert. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich konsumiere sie nicht. Der Saft ist gelb, sehen wir hier. Soll gegen Warzen wirken und leicht ätzend wirkend. Aber zum Einnahme für mich nicht geeignet. Dann sehen wir hier weiter. Und zwar, das ist das Schaboxkraut. Sehr viel Vitamin C. Gut zu konsumieren für mich, aber sobald es Blüten hat, nicht mehr zu konsumieren. Dann wird es giftig. Und hier sehen wir eine weitere Taubnesselart, das ist die silberblättrige Taubnessel bzw. Goldnessel, und die Cuticula splittert hier ab, löst sich, das ist die weißen Schichten, und die brennen nicht wie die Brennnessel, die kann man auch so verzehren. Das ist die Vogelmiere, und die ist ebenfalls essbar, die weißen kleinen Blüten sieht man hier und schmeckt nach jungem Mais, sehr angenehm. Zu Notfällen hilft auch Gras, denn Gras ist durchaus entsaftbar oder mixbar. Die Ballaststoffe sollten dabei herausgefiltert werden, weil die können nicht gut verdaut werden, und das kann wirklich Leben retten. Wichtig ist, den Bauern niemals bestehlen. Erstens deswegen, zweitens, weil das wird gespritzt, ja, und das wollt ihr definitiv nicht in eurem Körper haben. Daher lieber hier Waldnähe das Gras pflücken. Hier sehen wir nochmal ganz deutlich, dass der Bauer hier entlang fährt und hier seine Spritztour quasi macht. Spritztour. Und hier zuletzt haben wir noch das Wiesenlabkraut. Das klebt nicht, sieht aber sehr ähnlich dem anderen aus. Für mich persönlich auch
essbar und genießbar. Ja? Sehr gut zu entsaften, sehr viel Saft gibt mir das. Oder zum Mixen, sehr gut geeignet. Aber Vorsicht, nicht verwechseln mit Waldmeister, weil Waldmeister riecht auf jeden Fall, das kann man unterscheiden. Das klebt nicht, das sehen wir hier. Ja, dann wasche ich die Wildkräuter momentan ab. Ich war dem nie so wirklich so, ich habe auch keine Angst vom Fuchsbandwurm oder solche Sachen, habe ich wirklich keine Angst. Tut mir leid, dass ich so müde aussehe, weil ich bin total aus dem Gleichgewicht. Keine sozialen Kontakte mehr, ich kann nicht ins Fitnessstudio. Es ist gerade wirklich, es zerrt auch wirklich an mir, muss ich wirklich sagen. So, Wildkräuter, die wasche ich mittlerweile. Ich habe eine Katze, die wirklich draußen lebt, die auch keine Mäuse oder sonst was ist und ständig Würmer hat. Ja? Von daher bin ich jetzt einfach so ein bisschen so ein gebranntes Kind gewesen. Ist nicht viel mehr Aufwand, seinen Wildkräuter einmal kurz mit Wasser zu waschen. Ich vermute, die Wahrscheinlichkeit ist super gering, ja, auch für Fuchsbandwurm oder solche Sachen. Ja, trotzdem kann das Risiko nochmal massiv mit einem kleinen Eingriff verringern. Von daher mache ich das seit neuestem. Und das mische ich dann dementsprechend diese Mangos mit den Wildkräutern. Ich habe hier vermehrt jetzt Brennnessel gesammelt. Und weil die Mangos sind wirklich sehr, sehr süß. Da kann man wirklich sehr viel bittere Wildkräuter drunter verstecken. Und das ist eine sehr, sehr gute Kombination für mich und macht auch viel mehr satt. Ja, hingegen kaufen sehr, sehr viele Weizenmehl und solche Sachen, finde ich völlig idiotisch. Stell dir mal vor, willkürlich passiert was ganz Schlimmes. Wir haben auch keinen Strom mehr oder solche Sachen. Was machen die Leute mit dem Weißmehl? Weißmehl ist Stärke und Stärke kannst du nicht verdauen, ja? Du kannst auch keine rohen Kartoffeln essen oder sowas halt, ja? Stärke kannst du nicht verdauen. Von daher macht Weißmehl für mich überhaupt wenig Sinn, wenn es hart auf hart kommt. Was für mich Sinn macht, seht ihr hier. Ich habe 25 Kilo Säcke Buchweizen zum Beispiel hier bestellt, den ich auch aggressiv an der falschen Stelle mit dem Messer erwischt habe, sodass ich diesen Sack nicht vernünftig aufstellen kann. Alles klar, Bruder. Aber es läuft. Und ich habe auch noch andere Säcke, Kisten sehen wir hier mit Chiasamen, 25 Kilo. Ich habe auch verschiedene Erbsen, Mungbohnen und solche Sachen, alles 25 Kilo Säcke. Warum? Weil dafür braucht man einfach nur Wasser. Und Wasser findet man immer irgendwo draußen. Und schon keimen diese und schon kann man sie verzehren. Von daher ist das momentan, finde ich, das Allerbeste, was man machen kann. Das gebe ich euch als Tipp. Sehr wichtig. Und das muss man auch nicht im Supermarkt kaufen. Das kann man sich nach Hause auch liefern lassen. Die 25 Kilo, ja, alles klar. Props an den Postboten, aber ich komme denen dann auch schon mal entgegen, macht das bitte auch, weil die müssen jetzt nicht wirklich eure 25 Kilo Säcke durch die Gegend tragen. Die haben schon wirklich gerade viel zu tun und ich muss sagen, ich habe Respekt vor diesen Leuten gerade. Ja. Was mache ich dann? Ich keime den Buchweizen natürlich, ja, ich konsumiere den dann mit, ich habe gekeimtes Hanfprotein habe ich hier, das werden wir auch bald selbst in die Wege leiten und das sind noch Proben. Genau, also gekeimten Hanf finde ich, für mich ergänzt sich das sehr, sehr gut, das Aminosäureprofil und das Fettsäureprofil von Buchweizen und Hanf finde ich mega, gerade beides in gekeimter Form, bin ich total der Fan von und konsumiere das dann noch mit meinen Bananen hier, die ich mir gekauft habe und auch natürlich wieder ein bisschen Zimt und wichtig ist, dass der Hanf immer unter 0,2% THC haben sollte, der gekeimte und das muss auch verifiziert werden in Deutschland, das ist ganz, ganz wichtig, ja, das haben wir auch so gemacht. Ihr seht natürlich auch, das Einschütten muss wirklich gelernt sein. Das funktioniert leider noch nicht bei mir, aber ich arbeite dran. Ich bin auch weiterer Freund von Fermentation und was kaufe ich noch im Supermarkt? Ich kaufe sehr viel Tempeh. Ja, das ist fermentiertes Soja, was sehr leicht verdaulich ist, sehr viel Proteine hat, weil ich esse ja schon Früchte und Wildkräuter und solche Sachen. Wildkräuter haben schon viele Proteine, aber Früchte ja auch ein bisschen Teil jetzt momentan, ein bisschen mehr. Und die haben nicht so viele Proteine. Eine reiche Fruchternährung ist für mich definitiv eine Mangelernährung. Von daher an, Proteine zu addieren sind für mich sehr, sehr wichtig. Dafür das beste pflanzliche Protein ist meines Erachtens die fermentierten Formen von, oder fermentierten oder gekeimten Formen, ja. In dem Fall habe ich hier fermentierte Lupine und fermentiertes Soja. Und das finde ich wirklich sehr gut, verdaulich halt, ja, wie Probiotika finde ich sehr, sehr wichtig, die ich auch noch zusätzlich dazu esse, alles klar, jetzt kommt der Postbote, und mit Sauerkraut und ich bin mal kurz nochmal weg, Moment. So, ja, also ihr seht, ich konsumiere sehr viel fermentierte Sachen, fand ich sehr wichtig, also vorher Joghurts, ja, mit Früchten, ist eine tolle Basis für mich einfach, wo man Ballaststoffe hat und, das heißt Präbiotika und Probiotika, dann das gleiche auch wieder hier, mit dem Sauerkraut und dem Tempeh, was auch Probiotika hat, natürlich viele Darmbakterien. Und Präbiotika dann dementsprechend in der Lupine, hat sehr viel Ballaststoffe, ja, und in dem Soja, in dem fermentierten nochmal, ja. Also für mich absolute Booster meiner Darmflora und deshalb für mich sehr, sehr zu empfehlenswert für mich persönlich. Und ja, das ist so ein bisschen meine Ernährung, hält sehr toll auch noch den Blutzuckerspiegel unten, also alles das, was ich quasi will, kriegt man alles im Bioladen. Ich muss nirgendwo rausgehen, nur noch mal ab und zu mal Bananen und ein paar Beeren kaufen und die Joghurts kriege ich auch alle im Bioladen. Also
Das ist meine Ernährung. So, was gerade irgendwie gestellt hat, sehr, sehr interessant hier. Ich zeige das nochmal kurz. Wir haben hier quasi Rohkostriegel, die wir für euch quasi auch, das sind hier Proben, die ich immer zugeschickt bekomme. Das ist jetzt hier in dem Fall Vanille. Schoko kommt auch. Da sind wir auf jeden Fall gerade dran. Wir haben auch Probleme mit unseren Produkten, die momentan rauskommen sollen. Es kommt ein Mahlzeitenersatzprodukt für euch raus, das wir leider momentan auf Eis legen müssen, denn wir produzieren in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung, die komplett lahmgelegt worden ist. Das heißt, unser komplettes Geld ist eingefroren, was wir da, die Rohstoffe sind alle, stehen alle da. Also es ist auch wirklich nicht schön gerade für uns. Riegel zum Glück, das wird wahrscheinlich klappen. Hier haben wir Rohkostriegel aus gekeimten Saaten. Und das wird wahrscheinlich kommen. Ich werde die gleich mal probieren. Jetzt nicht vor die Kamera, dann ist das so, oh, ist das lecker, oh, das möchte ich nicht für euch, denn das wirkt immer so künstlich oder sowas. Ne? Aber ich würde sagen, die sind wirklich sehr, sehr gut. Ja, das war's von mir. Ich habe schon wieder viel zu lange geredet. Ich hoffe, ihr konntet Einblicke euch gewährleisten. Und das war's. Dankeschön fürs Zusehen. Geiler Typ. Bis dahin. Wir sehen uns. Ich würde mich sehr freuen, uns zu unterstützen auf purazell.de. Und damit wir auch durch die Krise kommen. Nein, Spaß. Bis dahin, ciao.